Leon, irgendwie, wenn ich über Kopf drücke, oh, tut es jedes Mal weh in der Schulter. Statt dir eine Übung zu zeigen, möchte ich dir erstmal erklären, warum und wie du vielleicht drücken kannst, damit du keine Schmerzen hast. Welcome bei How to Train. Moin moin liebe Monkeys und willkommen zu einem neuen Format. Ich habe es jetzt einfach mal ganz kreativ mit meinen grauen Hirnzellen gedacht, wie nenne ich das? Ich nenne es jetzt einfach How to Train. Wir können uns gerne noch einen anderen Titel überlegen. Das ist jetzt einfach mal der Arbeitstitel. Das heißt, worum geht es hierbei? Ich habe mir gedacht, immer wieder kommen Leute auf mich zu, haben Schmerzen. Selbstverständlich, dafür bin ich auch da, zu gucken, wie ich dich als ambitionierten Sportler wieder schmerzfrei machen kann. Und das Ding dabei ist, dass viele einfach falsch trainieren. Also, damit meine ich jetzt nicht im Sinne von, ja, hier irgendwie Clean and Jerk und sonst was und Überlastung und ja, auch das ist eine Sache, aber das ist die Expertise von Björn, in dessen häuslichen Räumlichkeiten wir uns gerade befinden im Song Flap. Es ist mehr die Sache, dass so, ich sag mal, der alltägliche Fitnesssportler im Gym immer wieder bestimmte Fehler macht. Und vielleicht gehörst du dazu und denkst dir so, hey, es ist cool, ich brauche mal jemanden, der mir erklärt, wie ich bestimmte Übungen richtig ausführe. Und ich meine jetzt nicht diese Standard-Fitnessübungen, ne? Wie machst du einen Bizeps-Curl für einen dickeren Ärmel und nee, das ist nicht mein Metier, da bin ich kein Experte drin, ne? Da geh lieber zu anderen Leuten, die da auch ein bisschen dementsprechend aussehen. Und zwar habe ich mir gedacht, eine Sache, die sehr, sehr häufig zu Schmerzen führt, weil ein bestimmter Mechanismus nicht beachtet wird, ist das Überkopfdrücken. Überkopfdrücken, ich habe hier so verschiedene Varianten. Und zwar habe ich einmal eine Kettlebell, ich habe eine Kurzhantel und wir machen das gleich auch an der Langhantel. Prinzip ist folgendes. Ich blende dir jetzt hier mal ein Video ein, in dem du siehst, wie ich meine Arme hebe. Und wie ich auch ein, zweimal nach oben drücke. Und ich möchte, dass du auf das Schulterblatt achtest. Was macht es für eine Bewegung? Wir haben hier verschiedene Winkel einfach mal abgefilmt. Und jetzt zeige ich dir das Ganze nochmal an mir und mit der Erklärung gleichzeitig. Bedeutet, wenn ich meinen Arm hebe, was ja letztendlich auch die Endposition ist oder der Weg, den ich gehe in etwa, ja, wenn ich den Arm drücke, es ist etwas nach vorne, und nach oben raus mit einer Streckung im Arm. Ja. Dann haben wir hierbei das Schulterblatt, welches ab einem gewissen Grad mit nach vorne oben geht. Eine sogenannte Laterotation. Stell dir vor, das ist der Brustkorb und das Schulterblatt macht diese Bewegung. Ja, kommt am Brustkorb mit nach außen, vorne, oben. Und sorgt dafür, dass wir den Arm heben können und stabilisieren. Dass wir da auch letztendlich Kraft haben. Teile davon sind natürlich die Rotatorenmanschette. Der Serratus macht da sehr, sehr viel. Der Latissimus macht da sehr, sehr viel. Mir geht es jetzt aber gar nicht so darum, so Pinpointing an verschiedene Muskeln das zu machen, sondern dir einfach mal biomechanisch den Weg zu zeigen, welcher da der effizienteste ist, beziehungsweise der, der letztendlich diese Ergonomie vom Schultergürtel ausnutzt, die, wenn du es nicht beachtest, sehr schnell zu Schmerzen führen kann. Wir starten mal an der Langhantel, weil die bilateralen Bewegungen, die zweiarmigen Bewegungen sind das, was die meisten Leute machen. Wir zeigen das einfach mal von vorne. Bedeutet, ich nehme jetzt mal die Hantel, als würde ich einen Military Press machen. Ja, einfach so ein Schulterdrücken mit der Langhantel. Ich nehme die auf, drücke mir am besten nicht das Mikrofon in den Hals. Und dann sehe ich ganz häufig Folgendes. Okay. Nicht konzentriert. Okay. Also das ist natürlich eine Sache. Immer konzentriert bleiben, das führt auch zu Schmerzen. Dies, das. So. Was ihr gesehen habt, vielleicht, also ist einerseits die Variante, der Winkel war ein bisschen seltsam, ne, weil auch meine Arme nach außen gingen und da eigentlich nur nach oben gedrückt haben. Was häufig auch passiert, ist, dass die Leute ganz breit greifen und dann eigentlich auch nur das hier machen. Weißt du, also keine Kappe auf. So. Was ist das Problem dabei? Das sind jetzt nur 20 Kilo, da kann ich auch währenddessen erklären, während ich das Ganze mache. Erstens, wenn du sehr breit greifst,
Ja, kann auch eine Möglichkeit sein, aber die wenigsten haben die Schultermobilität, dass sie das dann auch hier ablegen können, ja, um dann auch das Ganze möglichst eng am Körper vorbeizuführen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass du, wenn du das Ganze hier vorne hältst und eben nicht ablegst, weil diese Mobilität nicht da ist, auch aus der Streckung der Brustwirbelsäule nicht da ist, dann hältst du das die ganze Zeit hier vorne. Bedeutet, die Kraftwirkung, die ist nicht optimal verteilt, eigentlich die Belastung hier entlastet, sondern drückt die ganze Zeit auf der vorderen Schulter rum. Einfach viel zu ineffizient. Du willst ja aus dem kompletten Schultergürtel, aus der Brust und so weiter arbeiten. Das Ganze soll dir ja helfen oder mithelfen auch, wenn du ein effizientes Überkopfdrücken machst. Jetzt kommen wir noch zu Folgendem. Nebst dem Breiten, wie gesagt, Belastung sehr weit vorne auf der Schulter und primär auf der Schultermuskulatur, weil du einfach nicht vernünftig stabilisieren kannst. Du kommst nicht wirklich in diese Außenrotation. Und wie wir das auf dem Calisthenics X Mobility Workshops ganz, ganz häufig sagen, nicht nur für das Calisthenics ist das super wichtig, dass du immer in der Außenrotation bleibst. Klammer auf, wenn du mehr dazu erfahren willst, dann einfach mal movingmonkey.de/workshops eingeben. Wir freuen uns auf dich. Dass du letztendlich einfach bei der Außenrotation, ne, fehlende Mobilität, kommen die Ellbogen nicht so weit nach vorne, du kommst dementsprechend nicht so weit runter, kannst dich nicht weit strecken. Zu viel Belastung hier, zu wenig Belastung in der Rotatorenmanschette, das heißt, die Stabilisierung fehlt. Wird nicht hundertprozentig fehlen, ja, aber einfach jetzt mal so über den Daumen gebrochen. Dann das nächste, was passiert, ist, dass direkt nach oben gedrückt wird. Egal wie die Ellbogen laufen. Hierbei wollen wir auch vorher schon, deswegen lasse ich die dann erstmal gerne ablegen, feste rein, also bring die Ellbogen vorne zusammen und dreh dich quasi in die Hantel, dass du eine Außenrotation kreierst. Außenrotation in der Schulter. Und die Ellbogen bleiben die ganze Zeit vorne. Versuch sie möglichst weit vorne zu halten. Ja, nicht irgendwie die ganze Zeit, ja, jetzt sind die immer noch und immer noch, ja, sondern soll eine harmonische Bewegung sein. Ich pack mich hier rein, drehe in die Außenrotation. Das heißt, drehe die Stange quasi, als würde ich sie vorne drum biegen. Ja, als würde ich sie jetzt zusammenbiegen. Und dann bleiben die Ellbogen vorne. Bestenfalls habe ich meine Kappe so, dass sie nicht stört. Zack, ich drücke relativ eng, bleib vorne und komme dann hier oben in die komplette Streckung. Ja, dabei drehst du dich dann ein bisschen in die neutrale Position, aber du drehst dich nicht komplett raus. Kommst wieder, wenn du runterkommst, nicht hier, dann du willst dich aus der fehlenden Mobilität kompensieren. Das heißt, du bleibst auch fest im Rumpf selbstverständlich, drehst hier rein. Kommst langsam runter, Ellbogen bleiben vorne, zack, nach oben und nach unten. Du siehst, wie die Ellbogen vorne bleiben im Vergleich zu. Okay. Das Gleiche, nur noch mal kurz das Prinzip übertragen auf die Kurzhantel und die Kettlebell, weil da passiert sehr gerne das Gleiche. Ich bin ja prinzipiell ein Freund der vollen Range of Motion. Ja, du kannst Schulterdrücken so machen. Mit der Kurzhantel in dem Moment auch nicht so belastend wie mit der Langhantel, ja, weil du einfach hier über den Kopf kannst du relativ gerade arbeiten und arbeitest nicht hier vorne, weil einfach nichts dazwischen ist. Da ich, wie gesagt, auch mehr den gesundheitlichen Aspekt sehe, fang noch bei einer Kurzhantel hier vorne an. Und während du nach oben drückst, gehst du ein wenig über die Seite. Das heißt, du musst nicht die ganze Zeit das hier machen, ja, sondern kannst dich währenddessen ein bisschen aufdrehen und kommst wieder rum. Einfach die volle Range of Motion ausnutzen in der Schulter. Hoch und runter. Und damit kannst du auch das trainieren, dass letztendlich dein Ellbogen, wenn er nach unten kommt, nach vorne geführt wird. Das finde ich ist eine schöne Übertragsübung, um das Ganze an der Langhantel dann letztendlich auch zu machen. Ja.
wenn du das nicht so gut kontrollieren kannst. Von wegen Koordination über beide Arme, während die aber irgendwie an einem fixen Punkt sind, ist zum Teil ein bisschen schwieriger. Deswegen übe es mit der Kurzhantel über die volle Range of Motion, das Ganze hier reinzubekommen auf beiden Seiten und dann versuch das mal auf die lange Hantel zu übertragen. Ja, jetzt zur Kettlebell noch eine Kleinigkeit. Ich werde daraus vielleicht mal ein genaues Video machen, wie man mit so etwas umgeht, denn das ist auf jeden Fall eine Sache, finde ich sehr cool, dass das Einzug erhält in ganz, ganz viele Fitnessstudios. Das Problem ist allerdings, dass die meisten einfach nicht wissen, wie man das handhabt und wie man damit umgeht. Und bevor du etwas benutzt, solltest du wissen, was du damit machst. Und vor allem, wie du das machst, ist es genauso wie mit dem Auto. Du lernst erstmal wirklich, wie man fährt, wie ist die Kupplung, wie was. Und du nimmst dir erstmal Teile dessen, die du lernst, bevor du wirklich die ganze, komplette Erlaubnis hast, Auto zu fahren. Ja, beim Fitnesssport und so weiter wird das gerne irgendwie ein bisschen verwechselt. Jo, ich habe doch einen Körper, da liegen die Hanteln doch rum, da kann ich die doch benutzen. Ich mache das einfach mal so, wie ich das auf YouTube gesehen habe. Oder bestenfalls von Kollegen oder so. Ne? Safety first bitte. Im Fitness first. Was sehr, sehr häufig passiert, genau das wollte ich sagen, jetzt bin ich gerade so ein bisschen raus gewesen. Was ich sagen wollte, ist, dass auch hierbei die Hantel, oder die Kurzhantel, die Kettlebell, sehr, sehr eng geführt wird und dann aufgedreht wird. Jetzt siehst du, das will ich klar machen, wenn du lernst, das richtig zu halten, ich mache nochmal ein extra Tutorial darüber mit einem Kettlebell-Experten, dass das Ding nach hinten zeigt. Ja, viele greifen das, so, ich nehme das so, dann muss ich das irgendwie, ich kann das gar nicht falsch greifen, greifen das irgendwie so, dass das irgendwie hier hängt und drücken dann immer so hoch. Handgelenk ist komplett überstreckt bei den meisten und dann wird nicht mehr in die Rotation gearbeitet, sondern Kettlebell bleibt irgendwie die ganze Zeit außen. Versuch das Ganze neutral zu halten, indem du diagonal hier reingehst, diagonal, ja, von Öffnung zu Öffnung, dann drüber greifst. Das sollte nicht wehtun. Wenn es wehtut, machst du es falsch. Komplett aus der Beugung, auch im Unterarm arbeiten, nicht überstrecken, schön rein, hier halten und dann drückst du nach oben und drehst aus. Auch eine schöne Stabilisierung für die Schulter. Okay, einfach so zwei, drei Kleinigkeiten. Ich hoffe, da war jetzt auch noch so ein kleiner Tipp dabei. Thema Handgelenk, Handgelenksposition ist natürlich auch bei der langen Hantel sehr, sehr wichtig. Nicht immer überstreckt zu bleiben, sondern primär in Verlängerung der Kraftlinie zu drücken. Und nochmal, um dich an den Sinn des Videos zu erinnern, damit du jetzt nicht denkst nach 10, 15 Minuten, ne, was habe ich hier überhaupt angeguckt, warum gucke ich eigentlich immer noch zu? Ganz einfach, damit du lernst, richtig über Kopf zu drücken, weil das ist eine Sache, die führt echt bei so vielen zu Schulterschmerzen. Und ich möchte, dass du das Ganze auch mal im Keim erstickst und nicht nur sagst, was kann ich dann machen, wenn ich schon Schulterschmerzen habe, Leon, welche Übung kann ich dann machen, sondern sollst auch vorher schon gesund bleiben. Denn darum geht es hier bei Moving Monkey, stark beweglich und schmerzfrei zu werden. Und wenn du mehr darüber erfahren willst, einfach movingmonkey.de, entweder eine Coaching-Bewerbung oder movingmonkey.de/workshops. That's the way to go. Wir sind in Deutschland, Österreich und Schweiz unterwegs, Monique und ich, und werden dir beibringen, wie du stark beweglich und schmerzfrei wirst mit Calisthenics und Mobility. Wir freuen uns auf dich und ansonsten jetzt wie immer, keep moving, stay sexy, dein Leon.